Hallo Leute, Apple hat mit iOS und iPadOS 14.5.1 ein neues Update für iPhone und iPad veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das Update wissen müsst. Mit 14.5 ist ja vor kurzem ein durchaus größeres Update für iOS 14 erschienen und 14.5.1 scheint dem jetzt noch einen gewissen Feinschliff zu verpassen. Es werden Sicherheitslücken geschlossen und Fehler behoben. Und eine Fehlerbehebung, die von Apple konkret angegeben wird, betrifft das Thema Tracking. In den Einstellungen unter Datenschutz unter Tracking habt ihr diesen Schalter. Und seit 14.5 sind ja alle Apps dazu verpflichtet, euch zu fragen, ob sie euch tracken dürfen oder nicht. Ein Problem, von dem jetzt manche betroffen waren, ist, dass wenn dieser Schalter zuvor aus und danach wieder eingeschaltet wurde, dass diese Tracking-Anfragen gar nicht erschienen sind. Denn normalerweise müsste ja dann so eine Frage erscheinen. Und dieses Update sollte dieses Problem nun beheben. Ein weiteres Problem, von dem viele betroffen sind, ist, dass dieser Bereich grundsätzlich ausgegraut ist und man keine Einstellung dran vornehmen kann. Apple selber gibt an, dass das in folgenden Fällen der Fall sein kann. Bei einem Kinder-Account oder wenn man unter 18 Jahre alt ist, bei einer Apple-ID, die von einer Bildungseinrichtung verwaltet wird oder ein Konfigurationsprofil verwendet, oder wenn die Apple-ID in den letzten 3 Tagen erstellt wurde. In diesen Fällen ist diese Funktion dann aber auch deaktiviert und Tracking wird standardmäßig abgelehnt. Bei wem aber keiner dieser Punkte zutrifft und bei wem es dann trotzdem ausgegraut ist, bei dem wird es sich dann wahrscheinlich um einen Fehler handeln. Und dann stellt sich natürlich die Frage, behebt dieses Update dieses Problem? Schreibt diesbezüglich gerne eure Erfahrung in die Kommentare. Und nochmal grundsätzlich für alle. Wird dieser Schalter deaktiviert, wird Tracking automatisch abgelehnt. Das heißt, jede App, die eine Anfrage stellen möchte, wird schon automatisch Nein gesagt. Und ist der Schalter aktiviert, dann bekommt ihr diese Fragen gestellt und könnt selber entscheiden, ob ihr das der App jetzt erlauben wollt oder nicht. Abgesehen davon schließt dieses Update auch noch 2 Sicherheitslücken in WebKit, wo es bisher möglich gewesen sein soll, über speziell präparierte Websites oder Webinhalte beliebigen Code auszuführen. Und es kann natürlich auch gut sein, dass mit diesem Update noch weitere Bugs behoben wurden, also Fehlerbehebungen vorhanden sind. Wer also vielleicht nach dem Update auf 14.5 Probleme hatte oder immer noch hat, bei dem könnte dieses Update vielleicht auch helfen. Ich persönlich hatte bisher unter 14.5 noch keine Probleme und würde fast sagen, bisher lief alles wirklich einwandfrei. Bei wem aber nach so einem Update Probleme auftauchen, dem sage ich immer, schaltet mal das iPhone aus und wieder ein, macht einen Soft Reset und macht vielleicht letztendlich mal eine Wiederherstellung des Gerätes. Denn vor allem das hilft durchaus oft bei Problemen, die man vielleicht aktuell auf seinem Gerät hat. Ja, und ansonsten hat Apple übrigens auch noch weitere Updates veröffentlicht, neben dem Update für das iPad auch WatchOS 7.4.1, macOS 11.3.1 und auch ein Update für iOS 12 mit 12.5.3. Ja, das ist dann soweit auch schon alles, was ihr über iOS 14.5.1 wissen müsst und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.